Hey ho, heute wollen wir doch mal ohne viel Schnickschnack dieses wunderbare, herrliche US Black Angus T-Bone Steak zubereiten. Und zwar auf dem Steakburner. Das einzige, was ich jetzt noch schnell machen werde, hier die Fettschicht kurz einritzen und dann sehen wir uns schon da draußen am Grill. Ich gehe aber jetzt noch kurz darüber einritzen und dann draußen. Jetzt aber raus, schön eingeschnitten. Wie gehabt, kurz vorm Grillen tun wir es noch mal schön ordentlich mit Salz bestreuen. Dieses Mal tue ich aber gleich von beiden Seiten, bevor ich es wieder vergesse nachher. Wer sich wundert, dass diese Salzflöckchen vielleicht nicht ganz so groß sind, wie man es normal von der Grillshow gewohnt ist, hier ist das Salz drin von Spice World, das Meersalz. Ja, ist auf alle Fälle handlicher als die große Dose. Gut, dann lassen wir jetzt noch den Steakburner hier im Bild auf Temperatur kommen und dann können wir auch schon das Steak hineintun. So Freunde, und wer jetzt noch wissen will, wo ich dieses herrliche Stück her habe, das ist kein Geheimnis, das habe ich mir wieder bei My Steak Shop bestellt. So, dann schieben wir das mal rein. Ein bisschen zu weit hinten. Ein bisschen vorziehen muss ich es noch. Ja. So. Angepeilte Kerntemperatur. Ja, so circa 55, 56 Grad. Heute wollen wir es nicht ganz so extrem durstig haben. Dann drehen wir es mal schön einmal um die eigene Achse. Und ab jetzt heißt es ja eigentlich nur noch warten, bis es ja die gewünschte Kerntemperatur hat. Aber ich denke, das wird jetzt auch noch ein bisschen dauern. Ja, geht eigentlich. Langer dauert es nicht mehr. Den Brenner drehe ich jetzt runter. So windig ist es heute, dass er ausgehen könnte. Ja Freunde, und dann sehen wir uns nachher gleich drinnen, wenn wir es anschneiden. So Freunde, heute lasse ich es mir nicht nehmen, das selber zurecht zu cutten. Ja, dann schneiden wir hier erst einmal den Filetanteil raus. Anschneid. Gib mir mal den Deckpfeffer bitte von da hinten.
Ja, sieht doch mal hervorragend aus. Warum habe ich heute selber geschnitten? Damit ich ganz einfach gleich meinen Probierer leer habe. Schatz, du darfst weiter schneiden. Ich muss probieren, zuerst. So. Gar nicht so einfach, die Cam nur mit einer Hand auszurichten. Naja, eineinhalb. Und jetzt probieren wir mal. Sehr geil. Hervorragend. Wir sehen uns nachher noch zum Fazit. Ich muss da drüben gucken. Oh, Schatz, mach den Teller schön. Ich kann das doch gar nicht. Kartoffeln ist auch heiß, aber Schatz, du hast Möhrchen und Kartoffeln sehr schön hingebracht und so lassen wir uns das jetzt schmecken. Tja, dann wäre dann auch das Fazit. Also, ich kann nur sagen, es war dieses Mal wieder extrem lecker. Es ging sehr schnell eigentlich zu machen. Möhrchen und Kartoffeln hat mein Schatz gemacht, kann ich so nichts dazu sagen, aber die waren auch lecker. Schatz, willst du was dazu sagen, wenn du schon im Hintergrund zum Lachen anfängst? Ja, das Steak, man kann es ja sagen, hat 27 Euro gekostet für zwei Personen, also ein richtiger Leckerbissen. Ich werde unten drunter noch den direkten Link dazu setzen, wo ihr das bekommen könnt. Wer möchte, verfolgt den Link, schaut sich's an. Und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also, wir sehen uns.